Kommen wir zu den Schlussfolgerungen über Technologieakzeptanzmodelle im KI- und IoT-Kontext. In Zukunft werden Technologien wie KI, IoT, Augmented Reality, Virtual Reality weiterhin eine wichtige Rolle in zahlreichen Service-Dienstleistungserlebnissen spielen, die Kunden auf einer sozialen Ebene einbinden und echte Beziehungen zwischen Service-Robotern und Menschen bzw. künstlicher Intelligenz und Smart Connected Objects über IoT ermöglichen. Durch die Annahme einer Verbraucherperspektive bleibt es nach wie vor wichtig, die Determinanten zu verstehen, die die Interaktion mit einem Service-Roboter, Chatbot, einem autonomen Fahrzeug, einem Smart Home oder anderen Smart Connected Objects zu charakterisieren, um die Antizedenzen zu verstehen, um neue Antizedenzen einzufügen, denn wir haben gesehen, dass diese Antizedenzen oder Einflussvariablen sich ständig ändern durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel, wir haben ja gesehen, das Modell, das TAM-Modell hat am Anfang keine affektiven Faktoren einbezogen, auch keine kognitiven Faktoren wie Datenschutzbedenken, die alle in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wichtig geworden sind, oder Wohlbefinden oder Hedonismus oder Beziehungsfaktoren, alle diese Faktoren oder der Determinanten sind hinzugekommen. Deswegen bleibt nach wie vor eine wichtige Aufgabe der Technologieakzeptanzmodelle, diese Determinanten zu verstehen, um die Interaktion der Akzeptanz zu charakterisieren. Und weiterhin akzeptierte Modelle wie TAM und UTAOT können verwendet werden, um einige wenige untersuchte Variablen zu erweitern bzw. einzubeziehen, um weiterhin theoretische Beiträge zu leisten. Das heißt, zusammengefasst können diese Modelle weiterhin eingesetzt werden für neue Technologien, wenn man sie parsimonisch auch einsetzt und auch die richtigen relevanten Variablen mit einbezieht. Also es geht weniger um die Ergonomie oder Nutzenbündel, die diese Applikationen oder diese Technologien anbieten können, sondern um neue relevante Variablen. Eine weitere Forschungsausrichtung ist auch, nicht nur deklarative Konzepte zu benutzen, sondern verhaltensorientierte Konzepte, wie wir das gerade eben gesehen haben, zu dem Thema Smart Health Apps, wo man Verhaltensdaten, Benutzerdaten mit einbezieht, die richtige Akzeptanz auch, also nicht nur die Kaufintention, weil wir ja gesehen haben, auch in unseren verschiedenen Forschungen, dass es ganz wichtig ist, diese verschiedenen Benutzerdaten und auch die Skalendaten miteinander zu vergleichen, um zu sehen, ob wirklich die Intentionen nicht wesentlich geringer sind als das wirkliche Verhalten. Also Studien, die Verhaltensdaten bzw. deklarative Skalen miteinander kombinieren, haben eine extrem theoretische Kontribution, aber auch Manager-Kontribution. Das wären also auch die Empfehlungen, die ich geben würde, falls Sie diese Technologieakzeptanzmodelle benutzen. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, die Meta-Analyse von Blut und Kollegen von 2021 zu lesen, wo verschiedene Forschungsrichtungen für die Akzeptanzmodelle gegeben werden, speziell für das UTAOT-Modell, falls Sie diese Modelle in Ihrer Forschung benutzen wollen. Hier ist noch die Bibliografie. Zuerst meine Bibliografie, das heißt, was ich veröffentlicht habe. Einmal die verschiedenen Artikel von 2021 zu dem Thema Akzeptanz, autonomes Fahren, Personalization Privacy Paradox, auch meine Forschung zum Beispiel zu Kundenbindungsprogramm, Big Data Management. Hier ist die Studie zu den Chatbots, die Studie zu den Smart Retail Stores. Hier habe ich eine Studie, wie sich das Kaufverhalten im Bereich Covid-19 verändert hat und wie sich Marketingstrategien sich verändert haben. Forschung zum Thema Management, Forschung in Asien. Was für Forschungsempfehlungen würde man asiatischen Akademikern geben? Sie haben dann hier auch meine verschiedenen Studien zu immer wieder zum Thema IoT, das Thema Getting Ahead and Getting on Social Networking Sites, International Journal of Electronic Commerce, und hier in Technological Forecasting Social Change geht über den Einfluss von Netzwerken, Social Media Sites wie Facebook auf Wohlbefinden. Auch da wieder hier verschiedene Studien zu Wohlbefinden oder Glück und Einfluss auf Kaufverhalten. Und meine ersten Studien zu dem Thema Kundenbindung, das ich Ihnen ja auch gesagt habe, kommt meine Hauptforschung aus dem Bereich Customer Relationship Management. Hier sehen Sie halt auch die verschiedenen Forschungen und Veröffentlichungen, die ich zu dem Thema Kundenbindungsprogramme gemacht habe. Ich würde Ihnen empfehlen, die Studie im Journal of Retailing hier zu lesen, The Effects of Loyalty Programs on Customer Lifetime Duration und Share of Wallet.
beziehungsweise die Studie im Journal of the Academy of Marketing Science, Retail Loyalty Program Effects, Self-Selection of Purchaser Behavior Changes, da sehen wir den Einfluss dann von Kundenbindungsprogrammen auf Kaufverhalten. Ich habe auch verschiedene Studien, langfristige Studien zu dem Thema Kundenbindung durchgeführt, wie ändert sich Markentreue in den verschiedenen Jahren, und hier eine allgemeine Bibliografie mit Veröffentlichung zum Thema Privacy, zum Thema Wohlbefinden, zum Thema Technologieakzeptanz, IoT und Smart-Technologien.